Wir hatten uns im Video Wirtschaften als Lösung des Knappheitsproblems die beiden Möglichkeiten Innovation und Arbeitsteilung und Austausch angesprochen. Ich möchte hier jetzt auf die Möglichkeit Innovation eingehen und dazu nutze ich gleich die Beschreibung des ökonomischen Prinzips. Also das ökonomische Prinzip ist letztendlich Ausdruck von Innovation. Ich werde nachher noch sagen, wieso ich das beides hier gleichsetze. Ja, was heißt ökonomisches Handeln nach dem ökonomischen Prinzip? Es gibt zwei Ausprägungsformen, das Minimumprinzip und das Maximumprinzip. Das Minimumprinzip sagt, wenn ich einen gegebenen Output erreichen möchte, dann sollte ich das mit möglichst geringem Input tun. Und das Maximumprinzip sagt, wenn ich einen gegebenen Input zur Verfügung habe, den ich nun mal einsetze, dann möchte ich auch einen möglichst hohen Output damit erreichen. Schauen wir uns mal eine Situation an. Wir haben eine Ressource A, die wir einsetzen. Ja, hier können wir uns jetzt frei vorstellen, was das sein soll. Und nach der Produktionsweise, die habe ich hier mal X genannt, setzen wir dort vielleicht 5 Einheiten von A ein. Damit stellen wir ein Gut G her, können wir uns auch frei vorstellen, was das bedeuten soll. Ich sage mal, dass wir 8 Einheiten von dem Gut G damit herstellen. Was auch immer das ist. Sie könnten sich vorstellen, 5 kleine Bäume und wir haben dann 8 Einheiten Brennholz, die wir daraus herstellen. Ja, das ist erstmal eine Produktionsweise, mit der wir unser Gut herstellen können. Die können wir nicht vergleichen mit anderen Produktionsweisen. Sie ist mehr oder weniger alternativlos. Wenn wir jetzt aber eine andere Möglichkeit uns erarbeiten, entdecken, erforschen, wo wir mit 4 Einheiten A auch 8 Einheiten G herstellen können, ich nenne diese Produktionsweise mal Y, dann würde jeder von Ihnen wahrscheinlich sagen, ja, warum sollte ich denn mit der Produktionsweise X produzieren, wenn ich Produktionsweise Y kenne? Dieser Übergang von X nach Y wäre eine typische Innovation. X kommt überhaupt nicht in Frage, wenn ich Y kenne. Wir sprechen dann davon, dass X von Y dominiert wird. Oder ich schreibe es mal hier so rum auf: Y dominiert unsere Handlungsweise X. Ich wüsste dann, wenn ich effizient handeln will, ich müsste nach Produktionsweise Y produzieren. Effizientes Handeln, rationales Handeln meint in diesem Kontext immer das Gleiche. Ja, wenn ein bisschen schwieriger wird es, wenn wir denn 2 oder mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Ich kann es schon mit 2 Ressourcen hier sehr einfach zeigen. Sagen wir mal, nach Produktionsweise X brauche ich von A eben 5 Einheiten und von B vielleicht 3 Einheiten. Nach Produktionsweise Y brauche ich von A 4 Einheiten und von B 3 Einheiten, um meine eine Einheit gut, um 8 Einheiten von Gut G herzustellen. Ja, auch hier würde jeder von Ihnen wahrscheinlich sagen, warum sollte ich nach X produzieren, wenn ich Y kenne? Der Übergang von X nach Y wäre wieder eine Innovation. Wir können auch hier wieder sagen, Y dominiert X. Es kommt also nicht in Frage, mit Produktionsweise X zu produzieren. Nun gibt es aber vielleicht auch noch eine andere Innovation, Z. Und hier kann ich jetzt mit 4 Einheiten, Einsatz von 4 Einheiten A und vielleicht auch, nee, ich möchte mal hier lieber 3 nehmen. Das ist gleich noch anschaulicher. 3 Einheiten A und 4 Einheiten B kann ich meine 8 Einheiten G herstellen. Ja, vergleichen wir mal zunächst X und Z miteinander. Dann sehen wir, dass ich für nach Produktionsweise X von A 5 Einheiten brauche, von Z plus 3, um meine 8 Einheiten G herzustellen. Hinsichtlich des Einsatzes der Ressource A ist also Verfahren Z tatsächlich günstiger. Hinsichtlich des Einsatzes der Ressource B brauche ich bei X allerdings plus 3 und bei Z 4 Einheiten. Und nun sehe ich, dass Z ungünstiger hinsichtlich dieser Ressource B ist.
ohne zu wissen, was die Ressourcen A und B eigentlich sind und insbesondere, was sie mich kosten, kann ich nicht per se sagen, dass Z vorteilhaft gegenüber X ist. Ich weiß nicht, ob der Vorteil beim Verbrauch der Ressource A 3 gegenüber 5 aus Sicht von Z jetzt stärker wiegt als der Nachteil hinsichtlich des Verbrauchs der Ressource B, wo ich 4 Einheiten statt 3 Einheiten bei X brauche. Ja, ich könnte also sagen, zwischen X und Z ist keine Entscheidung möglich. Ich formuliere es hier mal so, ich bin zwischen X und Z erstmal grundsätzlich indifferent. Ja, nun habe ich ja aber oder möchte ich ja ohnehin nicht nach X produzieren, wenn ich Y zur Auswahl habe. Ich könnte also noch Y und Z vergleichen. Und wenn ich jetzt hier Y mit Z vergleiche, dann sehe ich, hinsichtlich A brauche ich von Y 4, von Z 3, Z ist vorteilhafter. Hinsichtlich Ressource B brauche ich bei Y 3, bei Z 4. Hier wäre also Y vorteilhafter. Auch hier wäre ich indifferent zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu produzieren, Y und Z. Ja, und wenn ich mir nun überlege, für die Produktion habe ich grundsätzlich die Produktionsweisen X, Y und Z zur Auswahl. Welche sind jetzt effizient? Dann könnte ich nur sagen, welche kommt nicht in Frage. Das ist nämlich die Produktionsweise X. Die fällt also raus, weil sie dominiert wird. Die Produktionsweisen Y und Z werden beide nicht dominiert und sind damit beide effizient. Das Effizienzkriterium oder das Handeln nach dem ökonomischen Prinzip sagt mir also nur, wie ich nicht handeln soll. Es sagt mir noch nicht, was für mich die beste Produktionsweise oder die beste Handlungsalternative ist.